Im Jahre 1888 schockierte die Menschheit eine Reihe von brutalen Morden. Damals wurde der Begriff des Serienmörders geprägt. Diese Morde wurden alle von einer Person verübt, die als Jack the Ripper bekannt wurde. Jetzt hören Sie mir mal zu, Molly. Ich komme gerade vom Tatort. Er ist zurückgekommen. Er ist zurückgekommen. Versetzen Sie sich doch jetzt einmal in die Gedankenwelt eines Mörders. Eines kranken Gehirns. Er tötet uns einen nach dem anderen auf die gleiche Art und Weise wie damals die Londoner Opfer. Psst. Er kommt gleich. Ich bin also der Nächste. Ah! Bist du's? Ah! Menschen werden in deiner Umgebung ermordet, Molly, und zwischen dir und dem Mörder muss eine Verbindung bestehen. Ah! Ah! Haben Sie schon jemals einem Serienmörder gegenübergestanden?